Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin und wirf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raid Shadow Legends. Ich werde das Spiel mal starten. Heruntergeladen habe ich schon, einen Account habe ich gefunden. Und ja, habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Mal gucken, wie das nochmal war. So, da sind wir. Er macht noch nebenbei einen Download, ist kein Problem. Das soll er machen. Wir kümmern uns um das Spiel. Werbung, Werbung, Werbung. Okay, das ist auch alles, oder? Nein, noch nicht. Ah, okay, wenn ich Link verteile. Komme ich die, wenn das Spiel bei 10, 20, 30, 40, 50 ist. Also ich kann drei Leute verlinken, einladen. Was haben wir hier? Tägliche Belohnung. Oh, nice. Noch was hier? Neuigkeit. Ah, muss ja da anklicken. Die Neuigkeiten. Ja, perfekt. Okay. Freischalten. Okay. Da habe ich noch eine Kiste sammeln. Ergebnis. Laden gratis. Oh, das ist schön. Einfordern, einfordern. Einfordern. Was leuchtet hier? Schlacht Arena. Ja, die werden wir sowieso gleich spielen. Gut. Das war's, glaube ich, jetzt erstmal. Dann gehen wir jetzt auf Mission. Tägliche Mission. Kämpfe fünfmal in der klassischen Arena.
900. Ah, 21. 29. 27. 34. Oh, das wird interessant. 'Besseren Kämpfer. Ich glaube, das sind meine drei stärksten, vier stärksten. Der ist noch knapp dahinter, der. Gut, dann Stadtwart Nummer 1. Geschwindigkeit mal 2 und Auto. Das war der hier gewesen. Also keine Chance. Der 26. Der 30. Mal den ausprobieren. Ja, einmal down. Und ich auch. Das war die 45, 25. Ich bezahle einmal 5 Diamanten. Mein erster Sieg. Jawohl, mein erster Sieg.
mein zweiter Sieg. Oder auch nicht. Nee, verloren. Boah, das gibt's doch nicht. Ah ja. Noch einen Kampf müssen wir machen. Es waren ja 5 Kämpfe und nicht 5 Siege. Gott sei Dank. Ist das so stark? Ich mache das mal anders. Ich kämpfe gegen den jetzt aber nicht in Autokampf. Ich kämpfe jetzt persönlich. Also, ne. Wen nehmen wir? Den. Egal. Das waren meine 5 Kämpfe in PvP. Dann gehen wir da mal zurück. So. Quest abholen. Beschwöre 3 Champions. Beschwöre. Schon beschwöre. Habe ich auch schon beschwöre. Ich glaube, ich weiß nicht. Champions, ein neuer Index, ein neuer ist dabei. Index, welcher ist das? Die Frau bestimmt, oder? Ah ne, der Mann. Den wir jetzt hatten, wo ich sagte, haben wir schon. Na gut, habe ich doch noch nicht gehabt. Sonst haben wir alle. Okay, haben wir gemacht. Verwende 50 Energie. Ja, die verwenden wir, wenn wir gleich die Kämpfe machen müssen. Steige als Champion in der Taverne 3-mal. Also um 3 Levels. Dann machen wir erstmal alle nach Level sortieren. Und den hatten wir noch nicht gehabt. Deswegen wenn wir den jetzt auf Level 1. Fertig. Gut. Ein Artefakt 4-mal. Oh, deshalb ist 12 schon. Kommt jetzt der hier dran auf 12.
verbessern. Ist das schon fertig normal, aber ich mache komplett. Ja, fertig. Genau. Kaufe einen Gegenstand aus dem Markt. Habe ich den? Ich glaube, den habe ich noch nicht. Frontwerk und Skelett, die beiden müsste ich haben. Ach, die Mönch hatte ich auch schon, siehste. Frontwerk. War der hier, ne? Ja. Skelett. War ein Untoter. Da. Gut, haben wir. Und der Mönch? Der Heilige Orden? Okay. Dann kommt jetzt der letzte. Schlage dreimal einen Boss. Das war hier unten der eine. Aber ich mache meine alte Taktik. Dick, 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 dick. Also ich spiele von vorne. Erstmal brauche ich einen Chef. Die habe ich ja schon. Und jetzt ist natürlich nach Elemente. Ich brauche ja sowieso 30 Energie. Okay, weiter. Stadt. Gleich müsste der auf maximal sein. Ne, noch nicht.
Immer noch nicht auf maximal. Mein Hund ist gleich down. Nein. Mein Hund ist down. Oh, jetzt muss ich mein Team wechseln. Geht hier doch irgendwie. Jetzt macht er immer wieder hintereinander kämpfen. Außer wenn alle tot sind bei mir. Kann man so auch gleich abbrechen. Aber ich gehe jetzt in der nächsten Runde. Und bei dem haben wir stehen geblieben. Ein Level. Und ein grüner oder lilaner. Außer die Level 1er nicht, ein grüner. Und starten. Vielleicht geht er. Jawohl. Nächstes Level. Und gleich kommt der Boss. Nice.
Super. Boss. Da ist er. Gegen den müsste ich dreimal kämpfen. Fällt gerade ein, ich habe den noch gar nicht ausgerüstet. Der sieht gar keine Sachen an normalerweise. Einer da. Ich werde das jetzt so lange immer wiederholen. Also auf Multischlacht würde ich jetzt gehen und die so lange kämpfen lassen, bis alle drei überleben. Und dann würde ich erst die nächste Runde einläuten oder in der nächsten Runde gehen. Und so spiele ich immer mit meinen ganzen Charakter. Also jetzt will ich nur mal durchlaufen lassen, weil der eine gestorben ist. Und das ist jetzt sogar auch die eine Quest. Dreimal gegen einen Boss kämpfen. Und nochmal gegen ihn kämpfen, da es so schön war. Und jedes Mal kriege ich so einen Beschwörungsstein. Schön. Davon habe ich schon über, keine Ahnung wie viel. Aber ich denke über 100, 200, keine Ahnung. Und? Jawohl, ich hab's geschafft. Ich
vom Altra überlegt. Hast du deaktivieren? Jawohl. Und jetzt will ich auch weitergehen. Das wäre jetzt die zweite Runde. Aber ich habe ja mein restlichen beiden Dailies geschafft für heute. Also alles fertig. Nice. Von den anderen noch nichts fertig geworden. Egal. Das war das, was ich machen wollte. Die Dailies fertig. Champions werde ich gleich nochmal kurz reingehen und alles auffrischen. Gut. Hier noch abholen. Dann haben wir 20 gekriegt. Das ist ein bisschen bessere. 500 habe ich. 502 Beschwörungssteine. Oder Splitter. Cool. Ich kann nur 160 Leute aufsammeln. Naja. Also viel zu viel. Kann ich nicht die Beschwörungssteine eintauschen gegen so einen Helden? Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich höre mein Ticket jetzt noch ab und sage viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.